So, da sind wir wieder zur Zockerzone, spielt Lost. Und es geht weiter. In der richtigen Welt. Ah ja. Flashback. Ja. Erinnerung. So. Auch ein typisches Merkmal von Lost. Genau, oder so. Also, ja, wir sind mit diesen Rückblenden, das ist ja ein typisches Merkmal. Und ja, also, zumindest das greifen sie im Spiel auch auf. Wobei es nicht ganz so gut ist. Ich finde das nicht so schlimm mit dem Fotoapparat. So, Ort, ja, untersuchen. Ah, da haben wir den Sabo-Typen. Mhm. Aus Bosrien. Nicht etwa aus Bosnien. Was hat er studiert? Doktor in neurologischem DNS. Okay. Desoxynuklei. Das ist ja mal ein richtig gebildeter. Aber wie kann man denn bitte schön nur einen Doktor in DNS haben? Das geht, weil der hat sich spezialisiert. Ja, das kann man durchaus machen, mit aber... Mit der zweiten Spezialisierung ist er Blutmagier. Aber ich... aber Blutmagier werden doch verboten von der Chantry. Wie heißen denn die Chantry im deutschen Dragon Age? Templar. Drei interessante Fotos von ihrer Ex. Achso, oder man sieht hier die Kirche oder was. Sie sparen mir eine Menge Alimente. Raus damit. Suite 42, Hotel Persephone, heute Abend. Savo macht das Geschäft. Schießen Sie das Foto, dann landen Sie auf der Titelseite jederzeit. Okay, jetzt. Savo ist der Bösewicht, der uns verkloppt hat auf der Insel, der die Kamera haben will. Das Foto von wegen wieder. Dem Foto. Nur das Foto zählt. Nur das Foto zählt? Oh. Ui. Wir werden recht häufig verkloppt irgendwie. Das war meine Story, nicht deine. Ja, Mann. Du bist ein Arschloch, Elliot Maslow. Mein Name, Elliot Maslow. Ich versuche nur, mit dir Schritt zu halten, Schätzchen. Nochmal wegen Dragon Age, du hast recht, die Templer sind die, die aufpassen, aber die Templer arbeiten für die Kirche, ne? Genau. So. Und das hat mir doch auf der Zunge gebrannt. Ja, also. Ja, also klären sich doch so langsam. Ja, so ein paar Nebel. Schwaden. Mein Name ist Elliot Maslow. Natürlich. Elliot. Sieht auch schon auf wie Elliot. Ja, Mann. Wie er da hockt, ey. Der ist immer nah an seiner Keule. Oh, ich will aber ich kriege jetzt auch richtig Hunger, Alter. Hurley, gib da eine Keule her. Wir waren doch eben erst Currywurst Pommes essen, Hoffi. Oh, eben. Oh, schau, lass uns mal bitte kurz genießen. Geil, da ist irgendwo ein Arsch. Spricht ihr immer noch Koreanisch, oder? Ja, wir sind ja schon ein bisschen weiter. Hallo. Ja. Schön, Sie kennenzulernen, Elliot. Ich heiße Sun. Ich heiße Sun. Also, wie ihr hört, kann sie auf einmal Englisch. Und sie hat es nicht auf der Insel gelernt. Nein, sie hat es nur vor... Wollen wir es verraten? Ja, das kann man... Also das Spiel ist ja so zusammenhangslos. Sie hat es vor ihrem Mann geheim gehalten. Was mich eben gewundert hat, genau, vor Jin. Weil der war vorhin ja, als wir mit ihr gesprochen haben, also vorhin vor ein paar Folgen, in der ersten Folge, war der Jin ja nirgends so weit, aber gut, wir dürfen es, ja, wenn wir dann mit ihr Englisch sprechen und sie mit uns Englisch spricht, dann weiß er natürlich auch irgendwann Bescheid. Wenn wir richtig, und am Anfang hat sie ja auch sowieso getan als... Ja, ja, richtig, genau. Naja, macht alles Sinn. Wir sind ja eh nicht vertrauenswürdig, wir wussten bis eben nicht mal unseren Namen, aber wo ist er denn überhaupt? Ach stimmt, er war eine von den dreien. Er schafft es. Oder wie viele es waren. Gut. Interessiert, der Rest interessiert eigentlich doch, nicht. Ja, das kann man ja nochmal. Sind Sie eine von denen? Ja, deswegen frage ich dich. Mach das bitte nochmal ganz kurz, hör mal zu. Sind Sie eine von denen? Habt ihr das mit so einer Autosprache gemacht? Hört sich an wie so, wie nachts um 3 Uhr morgens auf Super RTL. Vorlesestimme. Mit diesem spastischen kleinen Häschen, ja, genau. Die für 99 Cent irgendeine Nachricht vorlesen. Ich fände dich super toll, mein Hanna-Mäuschen. So hat sich das so angehört, oder? Ja, das war doch keine Stimme. Gut. Mach mal was anderes. Ja. Ich weiß nichts drüber. Nee, das soll ihr Dialekt sein, aber der ist einfach schlecht. Das ist schlecht. Okay, da haust du wieder weg, abhauen, ich kann auch nicht so. So, aber jetzt gehe ich ja zu Charlie, da war ja mein Waffenticker. Ja, Mann, bevor wir Sawyer noch Geld geben. So sieht's aus. Ich renne da überall hin. Ich heiße Elliot! Das muss ich mir erst mal mitteilen, Mann. Schön, dich kennenzulernen, Elliot. Ich spiele ein Lied. Er hat doch schon die Gitarre in einem Anschlag, ey. Kann man doch machen, ey. Everybody. Okay, tauschen wir. Okay. Ganz rechts, ganz rechts. Ach so, ich bin noch. Du warst noch im Inventory. Kann ich dir helfen? So. So, okay. Jetzt einfach, ich hab's ja noch gar nicht gemacht, aber so, ne? Ja, aber das wird nie reichen für die Knarre. Ja, aber wir können ja erstmal hier alles kleine rausknallen. Ja, aber wir müssen was dafür holen. Pass mal. Okay. Mach mal. Aber Vertrauen, Mann. Ja, doch, das passt. Sogar ganz genau. Auf den Dollar genau. Ich trenne mich eigentlich nur ungern von diesem Schokoriegel.
Ja, du musst erst noch die 50 auswählen. Also den Schokoriegel, genau. Und dann unten die Knarre auswählen. Sehr gut. Das ist rein, Mann. Das ist ein Deal, Mann. Aber wir brauchen ja auch Moon dafür, ne? Ich hoffe, ja, da kommen wir gleich nochmal. Ich hoffe, die hat wenigstens mal 6 Schuss. Ich habe ja noch Wasser ohne Ende. Aber das brauchen wir zum Trinken. Kann er bestätigen. Okay, so. Jetzt haben wir eine Knarre. Dann verkaufen wir mal 4 Stück. Ja, nicht, dass wir das nochmal brauchen. Und ja, wir brauchen bisher nicht eins. Wir wissen nicht mal, wofür das da ist. Das ist ein Handel. Wahrscheinlich ist das Spiel gleich vorbei. Das wird nur so, 20, was kosten wir mal jetzt hier noch? 30. Dann müssen wir noch 2 Wasser verkaufen. Oh mein Gott, da rennen wir nur mit 2 Wasser über die Insel. So. Versuch es. Versuch, mach klug. Oh. Er mich bald wieder. Oh. Kannst du mal gleich mal bitte schauen, was links auf diesem behelfsmäßigen Tisch liegt, wenn du aus dem Menü raus bist? Beehr uns recht bald wieder. Ja, das bin ich auch neugierig. Neugierig? Ja. Was liegt denn da drauf? Eine Spritze? Ach, Dominosteine. Muss ich mal suchen. Texas 42, die berühmte Spielvariante von Domino. Yes. Nach Texas Hold'em das beliebteste Casino-Spiel. Domino! Oh, was hat da denn? Waffenkoffer. Kiste untersuchen. Love Forever. Irgendwer liebt Aufkleber. Das erklärt alles, Mann. Aber das lohnt sich, diese Sache, für diese kleinen versteckten Scherze. Ja, lohnt sich, das jetzt hier abzugeben. Was also, ist unsere Aufgabe? Ich habe auch Fragen klären können, die ich hier bis Ende der 7. Staffel noch nicht geklärt habe. Mit dem Aufkleber, ne? Wo der herkam. Ich verstehe. Wir können jetzt wieder zu Dingens gehen, zu Luke. Mhm. Der Name? Ja. Wir wissen ja jetzt, wo sein Name ist. Haben wir die persönliche Liste bekommen? Ey, die hat er noch in der die Hand, hat er. Okay, dann lass mal gucken, dass wir da schnell hinreisen können. Wählen, wenn nicht. Verprügelt ist denn das Gamer? Ich bin richtig, ja, ne? Weiter zu Luke! Heftig, das funktioniert ja wie Arsch auf einmal. Ja, so sieht's aus, ey. Wie Arsch. Hat es doch Monster schon wieder gehört? Nee, ich hab nichts gehört, diesmal. Nicht? Hör mal gerade halt an. Kurz bevor das losgeht. Hör mal. Ja, mit einer Pistole, Mann. Da hab ich keine Angst vor dem Rauchmonster. Und da sind immer nur noch Banyan-Bäume. Für einen Schuss abgeben, Digga, das hilft nichts. Nee, wir haben nur ein Magazin dabei. Mann. Und ich vermute, meinst du, die Pistole hatte schon einen Schuss drin? Und dann hat man nochmal ein extra Magazin? Oder stimmt. Eigentlich? Okay. Ich bin nochmal. Schau mal, sie ist auch equipped. Also sie ist zumindest hinten, als hängt sie am Gürtel. Nice. Das heißt, wir 30 Schuss, Digga. Boah. Und noch ein Magazin. Oder 15. Also 15 sind drin und fahren. Ja, cool. Achso. Dürfen wir nicht benutzen. Wahrscheinlich gibt es spezielle Situationen, wo man sie braucht, oder was? Schanze. Wenn man auch ja nicht auf die Zahlen untersuchen. Ja, hatten wir schon. Mit Fotos sogar. Ach nee, wir müssen jetzt an der Luke. Kannst du ja nicht hochspringen. Da lagen aber Kokos und das heißt, ja, Mann, ich mach schon auf die Hohen. Können wir sie alle mitnehmen, Mann. Oh yeah. Kokosnuss 1, das war's aber, glaube ich. Aber den Gang runter vielleicht noch. Ja, bestimmt. Da wird das Spiel nicht enttäuschen, da ist doch schon die nächste Kokosnuss. Ist denn eine? Nein. Aber da war doch schon wieder eine. Da. Nice! Ich glaube, es ist das letzte Mal, dass ich jetzt kommentiere jetzt. Dass wir eine Kokosnuss aufheben, das werde ich jetzt einfach kommentarlos hinnehmen. Nee, Digga, das ist das Highlight. Da hinten ist sie doch. Verdammte. Bin aufgeregt, Mann. Verschlüsselung auf deinem Laptop ist hochmodern. Ist hochmodern. Sehr ungewöhnlich. Windows 98 abbrechen. Als Gast einloggen. Ich muss in die Luke umdenken. Wenn du durch diese Luke nicht mehr, dass sie existiert. Musst du Verantwortung für die Zahlen übernehmen. Beweise endlich, dass man dir trauen kann. Was hat der denn für ein Problem? Ich heiße Elliot Maslow. Ja, auf dieser Liste ist ein Elliot Maslow. Amerikaner. Auf dem Rückweg nach Los Angeles. Du bist jetzt offiziell ein Überlebender von Flug 815. Willkommen, Elliot. Okay. Wir haben einen neuen Freund. Jetzt dürfen wir auch rein, oder? Gib die Zahlen ein. Oh, wir müssen die Zahlen eingeben! Weißt du noch? 4, 8, 15, 16, 23, 25, 46. 25, 46. Aber wir können es auf jeden Fall nochmal gucken. Das die Schwanstation! Rein da! Oh, das ist auch so spannend in der Serie mit den ganzen Türen, die man findet und den Stationen und der Verbindung unter diesen Stationen untereinander und dem... So geil. Ich hätte auch gerne Amnesie wie Elliot Maslow. Einfach nochmal erleben, nochmal Lost angucken. Sendung nochmal sehen kann. Also genau. Echt, wer es nicht geguckt hat und uns bis hier erträgt, schaut euch an. Ja, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann hört auf hier zu gucken. Ja, dann schaut euch die Serie an. Der echte... Bam. Ist fast genauso gut. Was so ein geiles Zitat von Bernard.
Hallo, wir sind die Überlebenden der abgestürzten Maschine Oceanic Flug 801. Was? War das an irgendeiner Stelle, wo die das in einem Funkspruch gesagt haben? War es deswegen vielleicht interessant? Du hast ein Stückchen Arzt. Das sind ja coole Dinge, also, ne? Das kann man ja auch wirklich als Zitat hernehmen, aber so ein Satz wie, hallo, mein Name ist Manfred, das wollte ich zitieren. Wer ist denn Dr. Mark Wickmund? Wenn man das W falsch ausspricht, so. Ein Zeichen hinterlässt jeder, der in der Wildnis wandert. Ja, Locke ist auch in der Sendung dafür bekannt, guter Spurensucher zu sein. Woher hat er das überhaupt? Frage ich mich auch, weil wenn man seine Backflashes anguckt, ja, in der Zeit vor dem Absturz, war er ein Sesselpupser, größtenteils. Ja. Und nicht nur, als er in einem Rollstuhl saß. Das ist fies. Oh, aber cool, die Station, oder? Das ausgesperrt. Entweder sind wir getrennt worden oder es war eine Falle von Selbst. Elliot, was ist passiert? Okay. Was hast du getan? Ach komm! Mist, ich habe nichts gemacht. Versuch die Tür irgendwie zu öffnen. Ich hole Hilfe. Was du auch tust, vergiss die Zahlen nicht. Ich hab sie schon vergessen. 4, 8, 15, 16. Ja, 4, 8, 16, 13. Ja, ja. Nicht 25, sondern 23. Okay. Ich muss im System. Ich denke mal, du wirst wahrscheinlich wieder den Strom umleiten müssen. Okay. Viel Spaß, okay. Wir haben es hier los. So, Digga, wie war denn hier die Steuerung? Wie ging das? Ja, mit X auswählen und dann eins drauf aussuchen und dann so, okay. Mit A auswählen, Entschuldigung, und dann mit X drehen. Aber ich sehe nicht, wie viel Volt wir brauchen. Nee, das steht hier nirgends, ne? Das war ja normalerweise. Müssen die einfach nur alle irgendwie versorgt werden? Das ist nur eine Erklärung, aber das haben wir ja selber herausgefunden. Okay, das nächste, was uns da ist, mit Direktfalle hilft. Ich setze erstmal ein paar ein, ne? Mach mal. Aber wo liegt denn der Strom an? Hier hinten liegt er. Ah, okay. Da, wo die 100 Volt stehen, da geht's ja los mit voller Pulle. Dann machen wir hier mal erstmal den Schluss. Und wir vielleicht oben an der... in den grünen Bereich müssen wir es bringen. Cool. Okay. Also wie ihr sehen könnt, gehen wir 100 Volt los und je nachdem, was für Bausteine wir verwenden, so schwächt das dann im Grunde den Stromfluss ab. Okay, und wir müssen im Endeffekt unten rechts und die beiden oben haben, ne? Genau, der unten ist schon im richtigen... Was piept hier? Macht das gegen Zeit? Nee. Ich hoffe es doch nicht. Wieso kommt denn hier gerne... Ach so, weil hier noch so ein... Ach, den kann ich weg. Ne, der muss um. Der ist fest? Der ist fest. Der ist wirklich fest? Okay, erstmal generell brauchen wir ja oben... Wir machen mal systematisch. Hier weiter. Was? Hier unten geht's weiter. Schnell. So. Mach mal ein bisschen... Wo bin ich denn? Ganz schnell. Oben rechts muss nur wenig ankommen, aber er muss überall nur recht wie, wenig Wie konnte ankommen. Man das Ding drehen? Mit X, genau. Okay. Da sind wir schon auf einem guten Weg. Und hier nochmal ein T-Stück oder was? Das macht weniger weg. Ja, und das könnte schon passen, glaube ich. Das wäre wieder ein T oder was? Versuch mal. Nochmal drehen. Die Zahne drehen. Wieso kommt da oben nichts mehr an? Schwach durch das Teil hier, oder? Aber also vielleicht konntest du das wegnehmen hier? Weil dann kommt man ein bisschen weniger... Nee, das ist fest, okay. Dann nimm das hier weg. Das geht auch mit dem T-Stück. Ja. Das nimmt nur 15 Volt weg. So, jetzt haben wir da schon mal ein bisschen mehr. Oben muss noch mehr hin irgendwie. Ja, aber wo können wir denn noch trumpfen? Wir brauchen mehr. Kann ich das wegnehmen? Ja, da kannst du dafür einen Abbieger. Nimm einen Abbieger. Oh. Aber könnte vielleicht... Oh, da schon. So, super. Das passt schon mal. So, dann müssen wir jetzt hier unten nachwerkeln. Hier sind wir ein bisschen zu viel sogar. Das heißt, da könnten wir ein X ansetzen. Ja. Und dann das oben umdrehen. Ne, das geht. Dann ist das rechts schon mal richtig. Und jetzt musst du oben das einmal umdrehen, damit es dann nicht noch mehr Strom bekommt, als es braucht. Ja. Hätte ich jetzt gedacht. Die sind zu wenig Strom, oder? Das ist zu wenig. Oben ist zu wenig, ja. Wo kommt denn das? Hier kannst du eine Kurve nehmen, ein Kurvenstück, das macht nur minus 5. Nach rechts. Ja. Super. Das, und jetzt fehlt ganz unten. Ah, ganz unten ist es ein bisschen zu viel. Zu viel? Zu viel. Aha. Woher kommt die Kosten? Das sind die beiden. Müssen wir hier also trotzdem ein X-Stück nehmen? Aber das sind doch dann gleich 15. Und dann kommt hier hinten zu wenig an. Ähm.
Does not compute. Den konnte man ja auch nicht entfernen, genau. Der ist fest. Dann versuch hier mal einfach ein X einzusetzen, ob das dann unten rechts passt, oder wird man mal sehen. Bitte bestimmt wieder 4 ändern. Dann passt es unten rechts. Ist schon mal gut. Hier haben wir jetzt zu wenig, ne? Dann kommen wir doch hier nochmal. Das passt, okay. So, und hier haben wir auch zu wenig. Nehmen wir ein T-Stück. Ja. Geil. Das ist der Knopf! Jawoll, Digga! Nein. Erstes Teil, Digga. Das wollen die erstmal wieder rausnehmen. Ich weiß nicht, ob das dann wieder rausgeht, das Ganze. Ne, versuch mal. Mach mal. Nimm mal einen raus. Schau mal, was passiert. Und dann geht's wieder aus. Also die müssen drin bleiben. Und du hast recht, das war eine von drei Zylindern. So, welche haben wir da jetzt rausgenommen? X, T, ne? Oh, wie die ganzen grünen Lampen angehen, wie toll ist das denn? Heftig, Mann, ey, dann darfst du jetzt... Ach so, ja, okay, scheiße. Aber ich will noch mal kurz ein paar Meter weiter gucken. Nö, das ist meine Station. Untersuchen. Mein Kompass zeigt auf diese Wand. Ja, die ist nämlich auch sehr magnetisch. Dahinter müssen wir. Was da wohl ist. Cooler Effekt, ja. Come on, oh, da ist die Uhrzeit. Oh, was für ein Cliffhanger. Wir haben zu lange gebraucht. Wir haben zu lange gebraucht, Hoffi. Wir haben den Knopf nicht gedrückt und dann seht ihr mal, was passiert, wenn man den Knopf nicht drückt. Da kommen Zahlen angeflogen. Aber wie schnell soll man denn die Dinger da machen? Wir haben... Wenn man da 3 Stück oder so noch vormachen muss. Also noch 2 weitere. Vielleicht müssen wir gar nicht so oft drücken. Vielleicht können wir den Knopf jetzt schon drücken. Vielleicht können wir das richtig reinlaufen und schon mal drücken. Oder muss man vorher die ganzen Rätsel lösen? Da finden wir alles raus in der nächsten Folge. Wahrscheinlich müssen wir erstmal einfach die Zahlen angeben und danach das Sicherheitssystem aufheben. Mal gucken, was passiert. Oh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.